Moin moin Leute, beim aktuellen Video hier handelt es sich um eine neue Community Challenge, die zweite jetzt. Und zwar geht es wieder um die Hinterlandaxt, die ich ja vor ein paar Jahren schon mal versteckt habe auf der Insel. Jetzt habe ich mir eine neue Location rausgeholt, nochmal die gleiche Axt und werde die für euch hier wieder verstecken. Bin gespannt, wer sie finden wird. In den Videos gibt es ein paar Hinweise. Die Schwierigkeit ist diesmal nicht ganz so krass, dass es jetzt ein unerreichbar schwerer Ort ist. Es hat auch seine Hürden, werdet ihr sehen. Aber es liegt jetzt eher daran, überhaupt herauszufinden und ja, das Rätsel zu lösen, wo die Axt tatsächlich verborgen liegt. So, ja, hinter mir, da waren gerade die ersten kleinen Hinweise. Das ist ein sehr malerischer, kleiner Waldfriedhof. Und vielleicht konntet ihr schon das ein oder andere entdecken. Ich gehe jetzt auf meiner Wanderung weiter Richtung geplanten Spot. Ein bisschen dauert es noch. Das ist eine sehr abgeschiedene, ruhige Ecke hier, wo aber sehr viel Geschichte auch passiert ist.
So Leute, willkommen im Untergrund. Jetzt wird's für euch interessant, weil wir hier jetzt die Axt verstecken werden. Ich bin direkt im Eingangsbereich. So. Okay. Erstmal gucken wir uns das hier unten an. Ich filme jetzt für euch mal mit der anderen Taschenlampe, dass man hier ein bisschen was erkennt. Das ist ein altes Gewölbe. Ich gucke natürlich auch gleich selber, ob ich hier eventuell noch irgendwo was finde. Sieht aus wie eine Ofentür. Hier sieht man schon, wie es nachsagt. Also sorgt auf jeden Fall dafür, dass jemand Bescheid weiß, wo ihr steckt, wie immer. Hier gibt es noch einen kleinen zweiten Eingang. So. Das zweite Gewölbe. Draußen eingearbeiteten Findlinge. Hier haben wir noch ein paar alte Leitungen. So, und hier soweit verschlossen. Und das wird wohl meine Ecke werden. Dann sehen wir uns mal hier. Okay Leute, jetzt sind wir mit der Ausrüstung hier im zweiten Gewölbe, hinten in der Ecke angekommen. Da haben wir die Axt. Und dann werden wir die hier in die Ecke mal eingraben. So. Also, einen kleinen Knochen habe ich schon gefunden. Der Ort, an dem die Hinterlandachs vergraben liegt, birgt auch eine tragische, traurige Geschichte. Es geht um eine Familie, die den gleichen Namen hat wie der Ort, in dem wir leben. Und es gibt zwei Linien, die haben was zu tun mit Tag und Nacht, hell und dunkel. Wir suchen die Linie, die am Tage ihr Dasein fristete. Wenn ihr da den Anhaltspunkt folgt, das Video euch
genau anschaut, ein paar Hinweise wahrnehmt und an eine tragische Geschichte denkt, dann solltet ihr eigentlich den Ort herausfinden können, an dem die Axt verborgen liegt. Einen letzten Hinweis gebe ich euch auch noch mit auf den Weg. Das kleine Rätsel hat auch noch was mit Mooren zu tun und mit Entreißen. Und ja, derjenige, der das Rätsel löst, den Ort auswendig machen kann, tatsächlich hinfährt und die Axt birgt und mir davon ein kleines Video schickt oder Bilder, quasi eine kleine Geschichte dazu eventuell erzählt, wie er es gefunden hat, dann kriegt dieserjenige noch den Spielelink von The Long Dark. Den schenke ich quasi noch das Game, wie ich es beim ersten Mal auch gemacht habe bei der ersten Community Challenge. Und ja, das gibt es quasi als kleines Dankeschön obendrauf, wenn man sich die Mühe macht, mir einfach nochmal Material zuzuschicken und zu bestätigen, dass die Axt jetzt nicht mehr vor Ort ist, sondern tatsächlich gefunden wurde. Ja, da lasse ich sie jetzt ruhen und bin gespannt, ob die Hinweise ausreichen, ob es zu viele waren, ob es zu wenig waren. Jedenfalls kann man noch ein bisschen nachjustieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen in diesem Stil. Und ich kann mal in der Richtung mal irgendwann wieder was machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.